Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir wollen Mietwohnungsneubau in Gebieten mit angespannter Wohnungslage, gerade im unteren und mittleren Preissegment, ankurbeln. Wir erleben, dass gerade in Großstädten und in Universitätsstädten in den letzten Jahren sowohl die Wohnungsnachfrage als auch die Miete und die Kaufpreise gestiegen sind. Und es macht es für immer mehr Haushalte schwieriger, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Der hohe Zuzug von Flüchtlingen und deren Integration in den Wohnungsmarkt ist eine zusätzliche Herausforderung, und deswegen müssen wir jetzt handeln. Es ist richtig, die Zahl der neu gebauten Wohnungen ist seit 2009 bereits deutlich gestiegen. Aber gerade aufgrund der Zuwanderung rechnen wir mit einem zusätzlichen jährlichen Bedarf von mindestens 350.000 neuen Wohnungen. Und wir haben unter anderem das Ziel, diese Wohnungen auch, nicht allein, aber auch mit privaten Investoren zu erreichen. Deswegen wollen wir diesen Bau von preiswerten Mietwohnungen in Gebieten mit angespannten Wohnungssituationen anregen. Und das soll durch die befristete, das ist wichtig, degressiv ausgestaltete Sonderabschreibung erreicht werden. Diese Sonderabschreibung von 10% im ersten Jahr, 10% im zweiten Jahr und zusätzlich 9% im dritten Jahr, also insgesamt 35% in 3 Jahren im Vergleich zu sonst 6%, wird am Markt Wirkung zeigen. Wir müssen aus beihilferechtlichen Gründen, das hat der Staatssekretär vorhin schon ausgeführt, darauf achten, dass wir das Ganze räumlich begrenzen. Es geht um Gebiete mit Wohnraummangel, und deswegen können wir auch nicht mit der Gießkanne arbeiten, sondern müssen gezielt fördern. Und wir haben uns hier darauf geeinigt, dass diese Gebiete, in denen gefördert wird, eben diesen 3 Kriterien entsprechen müssen: Mietpreisstufen 4 bis 6. Mietpreisbremse sowie Gebiete mit abgesenkter Kappungsgrenze. Und weil ja immer wieder über diese 3.000 Euro gesprochen wird. Diese 3.000 Euro sind die Obergrenze. Die Förderobergrenze sind aber 2.000 Euro. Das muss man klarstellen. Das heißt, jeder Euro über 2.000 Euro wird nicht gefördert. Und deswegen besteht doch ein Anreiz für die Investoren, unter 2.000 Euro beim Bau zu bleiben. Und deswegen, wenn unter 2.000 Euro gebaut wird, dann wird sich das natürlich bei den Mietpreisen entsprechend auswirken. Und wir haben auch eine zeitliche Begrenzung auf die Jahre 2016 bis 2018. Das heißt, es muss jetzt gebaut werden und nicht irgendwann in der Zukunft. Für uns in der Union hat Wohn- und Lebensqualität der Menschen in Deutschland einen hohen Stellenwert. Mehr Wohnraum und bezahlbare Mieten ist ein wichtiges Ziel unserer Politik. Allerdings ist es allein mit steuerlicher Förderung natürlich nicht getan. Der Staatssekretär hat es vorhin gesagt, es ist ein Baustein von vielen. Und wenn man auf die Ursachen schaut, warum dieser Wohnungsmangel auch herrscht, dann gehört zur Wahrheit, es ist oft nicht genug Bauland vorhanden. Und in der Politik erhöhen wir seit Jahren die Baukosten und machen Vermietung unattraktiver. Im Übrigen ist hierfür die grün geführte Landesregierung in Stuttgart, in meinem Heimatland, ein gutes Beispiel. Ja, man macht erstmal eine Grunderwerbsteuererhöhung um über 40 Prozent eine Grunderwerbsteuererhöhung. Dann macht man eine Landesbauordnung, in der man festschreibt, dass die Vermieter, also die Investoren, wettergeschützte Luxusfahrradabstellplätze errichten müssen. Wenn sie keinen Garten haben, müssen sie Fassaden oder Dachbegrünung vornehmen. In Studentenwohnheimen müssen Abstellflächen für Gehhilfen geschaffen werden. Ich weiß nicht, ob die Studenten mit Rollatoren in die Uni gehen, aber das ist alles widersinnig, und das alles verschärft die Baukosten. Wir haben neue Regeln bei der Energieeinsparverordnung. Das wird zu einer weiteren Erhöhung der Baukosten führen. Wir haben Mietpreisbremse, Maklerkostenverteilung, Begrenzung der Umlage von Modernisierungskosten. All das schreckt Vermieter ab. Das heißt, wir oder Sie tun alles, um Bauen teurer zu machen und das Vermieten zu erschweren, und anschließend heult man dann Krokodilstränen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ich glaube, das sollte man manches noch mal überdenken. Klar ist aber auch, dieses Gesetz muss jetzt kommen. Denn wenn es nicht kommt,
richten wir Schaden an. Wir haben im Moment schon einen Attentismus am Markt. Das heißt, die Investoren warten auf dieses Gesetz und halten sich zurück bei Neubauten. Deswegen muss dieses Gesetz jetzt kommen. Und wir werden sicherlich im Laufe der weiteren Beratungen zu diesem Gesetzentwurf noch die ein oder andere Detailfrage genauer besprechen. Wir wollen vor allem auch, dass kinderreiche Familien auch in Ballungszentren die Chance haben, bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Das heißt, wir wollen eine stärkere Familienkomponente. Und wir werden auch erörtern, inwiefern wir das jetzt in diesem Entwurf nicht berücksichtigte Ziel, selbstgenutztes Wohneigentum zu fördern, auch noch mal verstärken können. Da muss man darüber sprechen, ob die Eigenheimrente, so wie wir sie im Moment haben, nicht noch stärker pointiert werden kann. Ich freue mich jedenfalls auf die weiteren Beratungen und wünsche an dieser Stelle den Kolleginnen und Kollegen auch schon mal schöne Osterfeiertage. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion ist die Kollegin Chancel Kisütepe.